Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte April 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, dass ihr im Hintergrund so Kettensägen arbeiten hört. Ich meine jedenfalls, dass es eine Kettensäge ist. Das ist hier drei, vier Schrebergärten weiter, glaube ich. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend und man hört mich dennoch deutlich. Die Infobox spreche ich ebenfalls immer wieder an, liebe Steinböcke. Unterhalb von diesem Video findet ihr sie. Darin könnt ihr euch beispielsweise die Karten genauer anschauen, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir, Informations- und Special Videos findet ihr dort. Euer Jahresreading für das aktuelle Jahr 2022 könnt ihr dort ebenfalls ansehen. Und auch das allgemeine weiterführende Reading über diese Legung hier findet ihr dort unten verlinkt. Im Resonanz- und im Interessensfall des Hauptreadings könnt ihr das natürlich gerne wahrnehmen. Müsst ihr nicht. Und ansonsten starten wir jetzt mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Steinböcke. Das ist der Esel. Der Esel ist euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Steinböcke, und die Eigenwilligkeit ist eure Hauptenergie. Deine Vorhaben werden anders laufen als geplant. Öffne dich für die göttliche Führung. Die Vorhaben werden anders laufen als geplant. Viele von euch haben hier etwas geplant, etwas vor, ein Ziel, ein Wunsch, einen Traum bzw. ein Anliegen, an dem viele von euch eventuell schon länger arbeiten könnten, an dessen Realisierung. Möglicherweise war das bislang noch nicht vom Erfolg gekrönt. Es scheint hier darauf hinzudeuten, dass dieses Vorhaben auf eine ganz bestimmte Art und Weise passieren soll, von euch sozusagen forciert bzw. angestrebt ist. Der Esel und die Eigenwilligkeit deuten eben darauf hin. Allerdings der letzte Satz hier unten, öffne dich für die göttliche Führung, beziehungsweise auch der davor, deine Vorhaben werden anders laufen als geplant, könnte gut heißen, dass es dennoch zum Erfolg kommt, auch wenn es nicht so passiert, wie man es gerne gehabt hätte. Das kann ich mir gut vorstellen, kann natürlich noch auf vielerlei Informationen, Situationen zurückzuführen sein. Definitiv hoffe ich, dass mir die Karten da noch etwas Aufschluss gewährleisten können, über die Details und über, ja, was genau ihr hier vorhabt, liebe Steinböcke. Definitiv ist der Esel euer Krafttier für die Mitte April potenziell. Und die Eigenwilligkeit ist eure Hauptenergie. Eigenwilligkeit, so nach meiner Pfeife muss es gehen, so wie ich mir das vorstellen, muss es laufen. Das könnte eine sehr einseitige, vielleicht auch sogar sehr festgefahrene Zielsetzung sein. Mal sehen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte April 2022 meiner Steinböcke. Die drei der Stäbe. Eine Energie, die sehr, sehr gut auch die Hauptenergie wiedergibt, tatsächlich, denn die drei der Stäbe spricht von Erwartungen, von einer Erwartungshaltung. Hier ist man definitiv positiv gestimmt gegenüber dem, was dort kommen mag. Man erwartet aber auch, dass Dinge erfüllt werden, dass Dinge erreicht werden, Ziele erreicht werden. Hier ist man in freudiger Erwartung bezüglich dessen, was dort kommt. Man traut sich selbst auch sehr viel zu, tatsächlich. Denn hier gibt es nichts, was man selbst nicht schaffen könnte. Das ist diese Devise bei den drei der Stäben. Es ist auch eine Zeitkarte. Definitiv kann es sein, dass ihr an diesem Ziel schon länger arbeitet, beziehungsweise das Ziel auch noch in weiter Ferne sein kann, wenn man genug Vorausplanung mit sich trägt hier. Wie geht es weiter? Die Mäßigkeit. Die nächste Zeitkarte tatsächlich, denn die Mäßigkeit hat eine Grunddeutung, das ist die Geduld. Weitere Grunddeutung der Mäßigkeit ist die Gelassenheit, der innere Frieden, sagt man auch, die Ausgeglichenheit kann man auch sagen. Es ist hier definitiv eine Energie, so etwas wie gut Ding will Weile haben. Ein Schritt vor den anderen, man überstürzt hier nichts, man hat sich vielleicht auch ein ganz gewisses Ziel in dem Kopf gesetzt, wo man schon weiß, das dauert etwas, bis es sich erfüllt. Das hat etwas mit Vorausplanung zu tun, zukünftiger Absicherung kann das zu tun haben.
Viele von euch haben hier eventuell, das ist nur ein Beispiel, vor, eine Weltreise zu machen. Ja, und diese Weltreise, die wird einiges an Geld kosten. Und da sprechen wir von fünfstelligen Tausenderbeträgen wahrscheinlich. Also 5.000, 10.000, 15.000 Euro, je nachdem, wo ihr überall hin wollt. Und man weiß hier sehr, sehr gut, um dieses Ziel zu erreichen, beziehungsweise um das Geld dafür übrig zu haben, muss man sparen. Und das wird nicht passieren, indem man 2, 3, 4 Monate ein bisschen was wegspart, sondern das wird über Jahre tatsächlich sein. Ein derartiges Ziel hat man sich hier gesteckt, wovon man schon weiß, es dauert etwas, bis man ans Ziel kommen kann, bis man das eben erreichen kann. Diese Energie ist hier drin dargestellt, hier mit einer gewissen Zeitaufgabe sozusagen, aber auch mit Zuversicht und Geduld schaut man diesem Ziel hier entgegen. Weiterhin kann die Mäßigkeit auch so etwas wie eine Gesprächskarte darstellen. Ich sehe hier noch keinen Bezug zu einem anderen bestimmten Menschen, kann natürlich für viele von euch dennoch kommen. Allerdings sehe ich hier sehr, sehr diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese, ja nicht Trägheit, das wäre dann negativ, sondern eben dieses Wissen, es wird etwas dauern, bis man hier ans Ziel kommt. Und dementsprechend ist man auch innerlich ruhig und ausgelassen. Wie geht es weiter? Das Ass der Münzen. Ass der Münzen deutet tatsächlich auf eine Art Neustartpotenzial hin. Es könnte hier auch eine Chance dargestellt sein, die euch sozusagen vergönnen könnte, dieses Ziel zu erreichen. Oftmals ist das Ass der Münzen repräsentativ für etwas Materialistisches, teilweise sogar Finanzielles. Es kann hier gut sein, dass sich finanzielle Opportunitäten bieten, also Möglichkeiten bieten, wie ihr euer Geld beispielsweise vermehren könnt. Nochmal zurückzugreifen auf dieses Beispiel mit der Weltreise, auf die man hinsparen möchte, kann es gut sein, dass sich hier diverse Anlagemöglichkeiten bieten. Beispielshaft natürlich. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit einem Samenkorn, was man in die Erde pflanzt. Und eben mit der Zeit, mit der Pflege, mit der Geduld, mit der Ausgelassenheit kann das Ganze hier sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön blühen, sehr, sehr lange blühen, beziehungsweise eben auch sehr beständig sein für euch. Es ist hier ein zeitlicher Aspekt, der definitiv auf ein größeres Ziel wahrscheinlich hindeutet, welches für viele von euch in einigen Jahren möglicherweise angestrebt ist, realisiert zu werden. Wie geht es weiter? Das ist die zweite Münze, ja. Da kommt etwas in Balance, in die Balance rein, liebe Steinböcke. Denn die zwei der Münzen, die spricht vom Wankelmut, vom Hin und Her überlegen, Pro und Contra abwägen. Und hier in der Spiegelung zur Mäßigkeit sieht man sehr deutlich, dass diese innere Ruhe, dieser innere Frieden, diese innere Gelassenheit tatsächlich in der Spiegelung hier ins Wanken geraten könnte. Etwas bringt euch hier potenziell aus der Ruhe, beziehungsweise lässt euch etwas negativ stimmen, skeptischer stimmen bezüglich eures Zieles, welches ihr hier erreichen möchtet. Etwas passiert und das bringt euren Plan, euren weitsichtigen Plan, etwas durcheinander. Und was da passiert, das werde ich wahrscheinlich hier in der Mitte dann herausfinden. Definitiv scheint es hier sozusagen, ja, euren Frieden, eure Gelassenheit, vielleicht auch eure Erwartung etwas zu trüben. Wie geht es weiter? Das ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit deutet sehr, sehr deutlich auf Fairness hin, auf wiederum Ausgeglichenheit bzw. ein Gleichgewicht. Ihr seid hier sehr am Hin und Her wanken, muss ich sagen. Ihr seid einerseits ausgeglichen, ja, das wird passieren, ja, ich habe Vorsorge betrieben, ja, ich habe mich abgesichert bzw. dauert es eben noch ein bisschen, dessen bin ich mir bewusst. Dann kommt man hier wieder um etwas ins Wanken. Dahinter fragt man dann, wird es wirklich noch so lange dauern oder geht das vielleicht schneller oder wird es noch länger dauern als geplant? Beziehungsweise habe ich an alles gedacht? Das ist dieses Hinterfragen, dieses Wanken. Und mit der Gerechtigkeit ist man dann wiederum mehr im Gleichgewicht. Ihr seid hier sozusagen am Einpendeln. Man kann das, ich habe ein Bild gerade im Kopf, wo jemand Schlittschuh läuft und das vielleicht zum ersten oder zweiten Mal in seinem oder ihrem Leben. Und man gerät hier sehr, sehr schnell ins Schlittern, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr glatt, es ist sehr rutschig und bis man dann die Balance findet, kann es tatsächlich etwas holprig werden, etwas, ja, unsicher werden, wenn ihr wisst, was ich meine, oder wenn ich euch dieses Bild jetzt richtig erklären konnte.
Die Gerechtigkeit deutet weiterhin auf mögliche Entscheidungen hin, die es hier in Zukunft gilt zu treffen. Das ist hier die Spiegelung auf die drei der Stäbe. Denn da ist etwas sozusagen in absehbarer Zeit angestrebt, beziehungsweise kommt in absehbarer Zeit auf euch zu, was eine Entscheidung eurerseits bedarf. Und diese Entscheidung, das sehe ich jetzt hier mit den zwei der Schwertern, kann euch sehr, sehr schwer fallen. Denn die zwei der Schwerter ist die klassische Unsicherheit, Unentschlossenheit, beziehungsweise Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die Unfähigkeit zur Entscheidung. Man sieht es hier sehr, sehr deutlich, dass dieses Wanken, dass dieses auf einem rutschigen Untergrund laufen, so kann man es tatsächlich metaphorisch ausdrücken, dass dies eine Zeit lang anhalten kann bei euch. Denn hier ist es im Outcome, das heißt Prognose, das heißt, so geht es weiter. Und mit den zwei der Schwertern geht es erstmal relativ unsicher, beziehungsweise ja, vielleicht auch unentschlossen weiter. Man hat hier eventuell wenig bis gar keine Optionen, sich umzuentscheiden, weiß aber nicht, ob der Weg, den man hier potenziell eingeschlagen hat, auch der richtige ist. Hier ist man sehr viel am Hinterfragen. Man kann halt auch teilweise vom Zweifel reden, beziehungsweise von der Skepsis reden. Eine Klärung zu den drei der Stäben. Das ist die Königin der Münzen, liebe Steinböcke. Das ist eine ganz, ganz klassische Hofkarte im Erdzeichen. Hier kann sehr, sehr gut eure Energie darin dargestellt sein. Denn auch die Königin der Münzen ist eine sehr geduldige Person. Eine Person, die jetzt nicht unbedingt Hals über Kopf sich in Abenteuer wirft. Die teilweise vielleicht sogar etwas müde, etwas träge oder auf gut Deutsch gesagt lahmarschig wirken kann. Oftmals herrscht diese Energie, dieses Gemütliche, was die Königin der Münzen oftmals an sich hat, dadurch, dass man hier eben ganz genau weiß, man wird das erreichen, was man sich als Ziel gesteckt hat. Man ist sich einer Sache sicher und daher rührt diese Gemütlichkeit tatsächlich. Andere könnten diese Person als langsam, träge, wie auch immer bezeichnen. Dennoch ist die Königin der Münzen nicht ohne Grund so gemütlich, wie sie oftmals daherkommt, beziehungsweise eben von außen betrachtet wird. Ich sehe hier eure Energie drin, liebe Steinböcke, Hofkarte im Erdzeichen, Königin der Münzen auf die drei der Stäbe. Es ist eure definitive Klarsicht, was die Zukunftsprognose angeht, was die zukünftigen Entwicklungen angeht. Ihr wisst genau, wo ihr hin wollt. Ihr wisst genau, dass ihr schafft, dorthin zu gelangen, wo ihr hin wollt. Königin der Münzen spricht nämlich auch vom Selbstwert, von der Selbstachtung, beziehungsweise auch dem Wissen, was man verdient und was man nicht verdient. Sehr warmherzige Person, oftmals auch sehr gütige Person, teilweise auch jemand, der sehr viel Verständnis für andere hat. Sehr tolerante Person kann das ja auch sein. Sehe ich euch hier drin. Eine Klärung zur Mäßigkeit. König der Münzen. Interessant. Interessant deswegen, weil ich hier Königin der Münzen und König der Münzen direkt nebeneinander habe. Sie schauen sich hier beide gegenseitig an. Das ist natürlich dann eine Person, die hier definitiv auch ein Ziel von euch darstellen könnte. Für viele von euch ist hier teilweise ein Bündnis, ein Zusammenschluss. Das kann eine Partnerschaft sein, das kann auch eine Ehe natürlich sein, dargestellt. Deswegen Ehe, weil hier zwei Münzhofkarten aufeinandertreffen, zwei Menschen passen zueinander, haben denselben Gemütszustand, haben eigene Ziele, die der andere im Prinzip aber auch A tolerieren kann oder B selbst verfolgen könnte. Also, dass man eigene Ziele zu gemeinsamen Zielen macht, beispielsweise gleiche Intention, die Chemie stimmt hier, kann man sagen. Diese beiden Karten hier, und das deutet auf euch und einen bestimmten Menschen hin, der sehr gut zu euch passt, zu dem ihr einen super Draht habt auch, liebe Steinböcke, das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Es kann sich hier auch um Gespräche handeln. Ich habe es vorhin schon angedeutet bei der Mäßigkeit. Und da ich jetzt hier zwei Hofkarten geklärt und konjugiert habe, kann das sehr, sehr gut ein Gespräch sein. Ein Gespräch über bevorstehende Entscheidungen, die es gilt zu treffen. Ein Gespräch über momentane Entwicklungen, die euer eigenes oder gemeinsames Ziel, das kann jetzt sehr unterschiedlich sein, tatsächlich etwas in die Ferne rücken könnten, beziehungsweise im Negativen beeinträchtigen könnte. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Der Page der Schwerter. Der Page der Schwerter, eine Hofkarte im Luftzeichen.
Zeichen. Das scheint mir hier eine sehr außenstehende Person zu sein, kann eine dritte Person sein. Definitiv ist hier, sind hier zwei Menschen gegenüber aufgeschlossen, sind hier wahrscheinlich sogar zusammen oder auf einem sehr guten Weg zusammenzukommen, wenn sie das denn möchten. Es können hier auch zwei Freunde sein, die ein gemeinsames Ziel haben. Definitiv gibt es hier aber eine außenstehende Person, die hier potenziell ein Angebot unterbreiten könnte, eine Chance euch, sage ich jetzt mal, oder eben einen von euch beiden hier, ja, unterbreiten kann, welches hier doch etwas, ich sage jetzt mal, zwiespältig betrachtet werden sollte. Also, wenn man hier etwas hört, das kann jetzt zum Beispiel, und ich bleibe jetzt mal bei einem finanziellen, weil es kann hier gut auf das Finanzielle herauskommen, dass man hier beispielsweise hört, ja, nutze diese Aktien hier. Diese Aktie wird steigen und du wirst deinen Gewinn verdreifachen und was auch immer. Wenn sich das schon zu gut anhört, um wahr zu sein, liebe Steinböcke, denkt lieber drei oder viermal darüber nach, ob ihr dieses Angebot wahrnehmen möchtet. Ich sehe es hier etwas zwielichtig, dieses Angebot, wenn das hier ein Angebot im Speziellen ist, welches auf euch zukommt hier. Dieser Page der Schwerter, deswegen eine außenstehende Person, weil er A, hier auf diese Königin und auf den König hier schaut, B, im Rücken des Königs ist, C, hat der Page der Stäbe eine Charaktereigenschaft, die definitiv auf so etwas wie Schüchternheit hindeuten kann. Zurückhaltung, meistens ist das jemand, der von einer sicheren Entfernung aus beobachtet und dann eben Rückschlüsse zieht. Der hier analysiert sehr, sehr gerne, der macht sich ein Bild von außen, ohne direkt involviert zu sein. Aber meistens ist auch dieser Page der Schwerter jemand, der sich gerne aufopfert, jemand, der unterstützen möchte. Deswegen kann es hier sehr, sehr gut zu Angeboten kommen. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. Die fünf der Kelche. Bei den fünf der Kelchen geht es häufig um eine Art Trauer, Reue, möglicherweise auch ein Verlust ist hier zu beklagen. Man hat eventuell aber auch einen falschen Fokus. Ich gebe euch gerne ein Beispiel, aber bitte behandelt es auch als Beispiel. Das muss hier nicht per se so ablaufen. Aber hier könnte euch beispielsweise jemand ein Angebot unterbreiten, wo man hier sozusagen einen Vertrag unterzeichnen soll. Und dieser Vertrag verpflichtet euch zu etwas Bestimmtem, ne? Ich bleibe jetzt mal wirklich allgemein. Aber daran sind natürlich Verbindungen geknüpft, Verbindlichkeiten, beziehungsweise eben muss man dafür natürlich auch etwas tun. Man muss sich einbringen, weil in einem Vertrag wird ja auch etwas von euch verlangt natürlich. Und das kann, wie man so gerne sagt, im Kleingedruckten stehen. Und es wäre sehr, sehr gut möglich, aufgrund einer bestimmten Euphorie, weil sich dieses Angebot eben sehr gut anhört, könnte man schnell mal sich nicht darauf konzentrieren, beziehungsweise mögliche Konsequenzen außer Acht lassen, weil sie einem schlichtweg entgehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem fünf Kelche auf zwei Münzen. Das Wanken, das Wackeln, das Hin und Her überlegen. Aber hier, ja, hier entzieht sich etwas eurer Kenntnis, beziehungsweise neigt ihr hier potenziell etwas zu übersehen bei diesem Angebot. Das müsst ihr nicht sein. Das kann hier auch eine Bezugsperson sein in der Spiegelung. Ihr könntet hier Königin oder König der Münzen sein. Natürlich kann das hier auch beides eure Energie sein. Dann habt ihr es hier weniger mit einem Partner zu tun, sondern handelt eben im eigenen Ermessen. Natürlich kann dies auch so für viele von euch resonieren, aber dass man hier etwas droht zu übersehen, sehe ich hier tatsächlich sehr deutlich. Eine Klärung zur Gerechtigkeit. Die vier der Stäbe. Die vier der Stäbe ist eine sehr positive Karte tatsächlich. Es geht hier um Sicherheit, um Schutz, um Geborgenheit, um Vertrauen, um Aufrichtigkeit. Es ist ja auch oftmals eine Beziehungs- oder Partnerschaftskarte, die hat dann etwas mit einem Bündnis zu tun. Das kann eine Ehe sein, das kann aber auch das Eingehen einer Partnerschaft sein. Es wird hier potenziell auf eine Entscheidung hinauslaufen, bei der man neigt, etwas zu übersehen, nämlich das Kleingedruckte, wie man so gerne sagt. Diese Entscheidung scheint aber tatsächlich nicht nur euch alleine etwas zu bringen, sondern auch einem oder mehreren weiteren bestimmten Menschen in eurem Umfeld, möglicherweise innerhalb der Familie oder des Freundeskreises, natürlich auch Partnerschaft sehr, sehr gut möglich. Der Ritter der Münzen im Outcome. Wir haben hier tatsächlich sehr, sehr viele Hofkarten im Erdzeichen. Es kann sich hier für einige von euch
ja, vielleicht sogar primär um eine familientechnische Situation drehen und handeln. Ich denke gerade an so etwas wie Versicherungen, Hausratsversicherungen, vielleicht auch etwas wie Haftpflichtversicherungen, wo man nicht nur sich selbst, sondern vielleicht auch Familienmitglieder mit absichern kann. Beispielsweise, ja, richtet man hier Bausparverträge für die Kinder ein. Das sind natürlich alles nur Beispiele, aber Königin, König und Ritter derselben Gattung sozusagen, also hier im Erdzeichen, kann sehr, sehr gut auf einen Familienkreis oder Freundeskreis, vielleicht auch die Verwandtschaft hindeuten tatsächlich. Das ist ein Trigger, den man hier, ja, der hier resonieren kann für viele von euch, aber muss nicht für jeden von euch tatsächlich resonieren. Eure Absicht ist hier definitiv der zukünftige Schutz, die zukünftige Absicherung, möglicherweise auch Vorsorge, die man hier treffen möchte. Und diese Entscheidung, ich meine, sie betrifft nicht nur euch im Primären, liebe Steinböcke. Ritter der Münzen ist jemand, der langsam aber sicher voranschreitet, zukunftsorientiert. Das ist aber auch jemand, der sehr viel abkann, auf gut Deutsch gesagt. Der ist belastbar, der wird nicht gleich Halt machen, wenn sich da irgendeine Hürde vor ihm auftut, sondern der wird auch diese Hürde auf lange Sicht gesehen überwinden. Man kann viele Sätze, die in diesem Reading hier resonieren, mit auf lange Sicht anfangen. Das ist auf lange Sicht, das ist auf lange Sicht und jetzt auch das ist auf lange Sicht gesehen. Es geht hier viel um Vorsorge. Es geht nicht darum, was essen wir morgen und ich muss die Einkäufe für morgen noch erledigen, sondern es ist eher dieses, wohin geht unser Sohn mal auf die Fachoberschule? Ja? Zum Beispiel natürlich, es ist etwas auf lange Sicht geplant hier. Das sieht man hier doch sehr deutlich. Das kann hier sehr gut mit dem Finanziellen zusammenhängen, liebe Steinböcke. Das kann für viele von euch aber auch different angesehen werden. Bitte bezieht dies natürlich auf eure persönliche, individuelle Situation und behandelt die Beispiele, die ich hier nenne, tatsächlich auch als Beispiele. Eine Klärung zur Königin der Münzen. Das ist das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche sowie auch das Ass der Münzen stellt tatsächlich in einem gewissen Sinne ein Neustartpotenzial dar. Man sieht es hier, man sieht es hier und man sieht es hier in der Konjunktion, dass man für etwas für jemanden etwas Neues schaffen möchte oder mit jemandem etwas Neues schaffen möchte. Es kann hier sehr, sehr gut sein, und das geht jetzt in mehrere Richtungen, dass man hier potenziell eine Verbindung mit hier jemanden eingehen möchte. Zu dieser Verbindung kam es bislang noch nicht, aber man war sich hier doch recht sicher, dass ihr und ein bestimmter Mensch eines Tages zusammen sein werden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da dahingehend sehr viele gelassen waren, sehr viele zuversichtlich waren, beziehungsweise wussten schon, dass das eines Tages passiert. Das ist für die einen von euch. Für die anderen von euch will man hier definitiv einer Bezugsperson, mit der man eventuell schon in einem Bündnis ist. Und dann spreche ich von einem Familienmenschen, von einem Freund, von vielleicht sogar dem Partner, mit dem man schon zusammen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Diesen Menschen möchte man sozusagen etwas ermöglichen. Man tut hier vieles für diesen Menschen, damit diesen Menschen es gut geht, beziehungsweise er oder sie sich beispielsweise einen Traum verwirklichen könnte. Es gibt natürlich immer noch mehrere Beispiele, aber wie schon gesagt, das ist bitte auf die persönliche Situation zu beziehen. Potenziell handelt hier der andere aus Selbstlosigkeit, beziehungsweise möchte dem Gegenüber ein Geschenk unterbreiten, unterstützen, respektive natürlich etwas ermöglichen, so etwas wie einen Wunschtraum zum Beispiel. Eine Klärung zum König der Münzen. Der Teufel, oh, das sind zwei. Der Teufel und die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche ist häufig ein Ablehnungsthema. Man spricht auch teilweise von verpassten Chancen. Möglicherweise können diese tatsächlich in der Vergangenheit liegen. Und das ist etwas, was jemanden sehr stark beeinträchtigt oder betrübt hat, liebe Steinböcke. Weiterhin seid ihr natürlich hier auch im Teufel dargestellt. Es ist eure klassische Tarotkarte. Es kann sich hier um zweierlei drehen und handeln, nämlich erstens, dass viele von euch hier, und ich sehe euch eher hier als hier, ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher, da die Rollen natürlich auch vertauscht sein können in allgemeinen Readings,
Aber einer von euch beiden, also ihr oder ein Bezugsmensch, habt potenziell in der Vergangenheit eine Chance verpasst. Eine Chance für etwas Bestimmtes, was ein Ziel, einen Wunsch oder einen Traum dargestellt hat. Aber zu gegebener Zeit verflog entweder diese Chance oder man hat sie tatsächlich nicht genutzt, weil man sich nicht getraut hat. Möglicherweise hatte man auch nicht genug Geld beispielsweise. Vielleicht hatte man auch nicht die Zeit. Es gibt hier viele Faktoren und viele Ursachen, warum diese Chancen, die hier potenziell in der Vergangenheit womöglich liegen, verpasst wurden, beziehungsweise man nicht von diesen Gebrauch gemacht hat. Der jeweils andere, der davon Kenntnis hat, könnte nun versuchen, diese Chance neu aufzurollen, dass man hier eventuell etwas nachholen kann, was man schon mal hätte machen können, es aber zu dem damaligen Zeitpunkt verpasst hat. Beispielsweise natürlich, ne? Es gibt hier sehr, sehr viele diverse Möglichkeiten, wie dies für euch im Speziellen resonieren kann, liebe Steinböcke. Aber die Grundvariante bzw. die Grundstory dahinter, die habe ich euch gerade genannt. Ihr könntet sozusagen der Drahtzieher sein in diesem Szenario. Ihr könntet hier potenziell jemandem so eine Chance ermöglichen, die sich vielleicht nie wieder bietet. Beispielsweise ein Konzert. Ein Konzertbesuch von irgendeiner Band, die eigentlich schon gar nicht mehr live auftritt. Ja? Und dieser Mensch, der war nie auf einem Konzert von dieser Band, obwohl er jedes Lied von denen auswendig kennt, obwohl er ein riesengroßer Fan ist, aber es hat sich nie ergeben, dass er oder sie zu einem derartigen Konzert gehen kann. So, jetzt tut sich diese Band nochmal zusammen. Die geht in ein paar Städte und spielt dann nochmal so der guten alten Zeiten willen oder für Charity oder was auch immer. Hier könntet ihr beispielsweise auf diese Tickets hinsparen, die wahrscheinlich nicht günstig sein werden, um diesen Mensch einen Wunsch zu erfüllen, den er in der Vergangenheit verpasst hat. So eine Art von Beispiel kann ich euch geben. Bitte natürlich bedenkt, es können hier sehr viele diverse Situationen für euch dargestellt sein im Speziellen. Weiterhin kann hier der Teufel auch zwei Varianten haben, denn einmal ist es eure klassische Tarotkarte, das heißt auf Deutsch, ihr könntet auch diese Chance in der Vergangenheit verpasst haben, dann gewährleistet sie euch potenziell ein Bezugsmensch, der tut dies dann für euch sozusagen. Oder der Teufel steht hier für das Negative, für die Anhängsel, für die Zweifel, für die Sorgen, für die Ängste, so wie die Grunddeutungen des Teufels eben sind, die ich dann nicht schlimm empfinde, weil ich hier die Spiegelung auf die Mäßigkeit habe. Das ist die Heilung tatsächlich. Und deswegen kann ich hier sehr, sehr gut sagen, und das wiederhole ich jetzt gerade nochmal, denn das ist diese Konjunktion hier, passt genau auf das Kleingedruckte auf. Ihr neigt hier etwas zu übersehen, was im Nachhinein Konsequenzen für euch ergeben könnte. Bei diesem Angebot, bei dieser Wahrnehmung sozusagen. Ihr kauft diese oder ihr bestellt diese Tickets beispielsweise für dieses Konzert, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und dann sind das die letzten hintersten Plätze auf dem ganzen Konzertgebiet da, wo man kaum was sieht und habt im Endeffekt 500 € los. Ne? Also ihr wisst, denke ich, was ich damit sagen möchte. Achtet auf das Kleingedruckte, beziehungsweise wägt wirklich ab, welche Angebote euch hier potenziell unterbreitet werden könnten und schlagt vielleicht nicht beim ersten zu, beziehungsweise lasst euch nicht drängen beim Eingehen dieser Angebote oder beim Annehmen dieser Angebote. Eine Klärung zum Pagen der Schwerter. Der Narr. Der Narr auf den Pagen der Schwerter hier geklärt. Es kann hier tatsächlich jemand närrisch sein. Und närrisch ist wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Man kann auch sagen, jemand wird hier zum Narren gehalten. Und hier unterschätzt euch eventuell jemand. Hier könnte jemand davon ausgehen, ja, hier dieser Steinbock, der will ja unbedingt einen Bausparervertrag abschließen für sein oder ihre Tochter. Und da kann ich ihm ja ein Angebot unterbreiten, wo ich dick Kohle kassiere. Ne? Hier könnte ein Bankangestellter darin dargestellt sein, der euch einen Bausparer empfiehlt, der sich auf den ersten Moment gut anhört. Dabei
kassiert dieser Bankangestellte eine fette Provision von was weiß ich wie viel. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber es ist hier ein bisschen hinterhältig, ein bisschen zwiespältig und hier unterschätzt euch jemand. Hier hält euch jemand zum Narren, bezugnehmend auf dieses Angebot. Dieses Angebot im Speziellen, weil ich hier Neustadt, Neustadt und Neustadt habe, kann sehr, sehr gut für etwas Neues angenommen werden, beziehungsweise gedacht sein, was ihr noch nicht habt oder hattet. Also, das ist hier nicht etwas wie, ja, ihr möchtet ein neues Konto einrichten, weil ihr hattet schon mal ein Konto. Ihr möchtet hier potenziell etwas erreichen, was ihr im gegenwärtigen Moment nicht habt. Und das wäre dann für euch etwas Neues. Ergo, da es für euch neu ist, kennt ihr euch noch nicht so gut damit aus. Und diesen Fakt möchte hier jemand potenziell zu seinem Vorteil ausnutzen. Eine Klärung zum den Fünf der Kelche. Ja, sehr, sehr klare Karte hier tatsächlich. Fünf der Schwerter. Das ist die Selbstmanipulation. Das ist eine manipulative Energie, ähnlich wie die Sieben der Schwerter tatsächlich. Die Fünf der Schwerter auf die Fünf der Kelche, sehr, sehr deutlich. Viele von euch haben hier eventuell eine gewisse Gewohnheit, die durch das Hinzukommen von potenziellen Angeboten hier in eine Imbalance kommen. Und das Resultat dieser Imbalance ist hier die Fünf der Kelche und die Fünf der Schwerter. Und die stehen für Veränderungen, numerologisch gesprochen. Fünf und fünf, das ist Veränderung, das ist Transformation, das ist aber auch Veränderung, die zum Chaos führt. Und hier seid ihr sehr gelassen, ihr seid hier stabil, ihr seid zueinander aufgeschlossen. Ihr habt im Prinzip einen klaren Plan davon, was euer Ziel ist. Hier auch bei der Eigenwilligkeit des Esels ist das dargestellt. Durch, ich sage jetzt mal wirklich, skurrile Angebote, ja? Weil ich sehe es hier nicht unbedingt aufrichtig und auch nicht unbedingt gewinnbringend. Aber schaut lieber auf das Kleingedruckte hier, liebe Steinböcke. Das könnte euch natürlich auch von Vorteil sein, dieses Angebot. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber passt ein bisschen auf, bevor ihr zu schnell einschlagt, ja? Und mit den fünf der Schwertern auf die fünf der Kelche sehe ich eben ganz gewisse Entwicklungen innerhalb dieser Ruhe, die euch in eine Unruhe führen. Und viele von euch könnten hier tatsächlich von jemandem, und das hier ist dann in dem Sinne ein Drahtzieher, der eure Gelassenheit aktiv, also erst passiv, dann aktiv, in eine Imbalance führen kann. Denn hier ist Selbstmanipulation dargestellt. Hier ist die Selbsthinterfragung. Mache ich das Richtige oder tue ich das Falsche? Warum bin ich jetzt hier im Wankmodus? Warum überlege ich eigentlich so viel, obwohl vorher mein Weg klar war? Und für diese Unsicherheit hat diese Person hier gesorgt, potenziell zu dem Zeitpunkt. Eine Klärung zu den Vier der Stäben. Das ist das Gericht. Beim Gericht spricht man oftmals von bevorstehenden Stichtagen fast schon. Das sind Termine, die auf euch zukommen, beziehungsweise ist hier ein ganz bestimmter Zeitpunkt, der absehbar in der Zukunft schon im Terminkalender angestrichen werden könnte, dargestellt. Hier weiß man, worauf man sich hinzubewegt, zum Beispiel. Das Ganze in der Spiegelung auf die Gerechtigkeit ist etwas Spezielles, was nicht für jeden von euch zutreffen muss. Und das käme beispielsweise einem Gerichtsverfahren gleich. Gerechtigkeit, Gericht, die Entscheidung vor Gericht. Es kann hier sehr, sehr gut sich um eine Art Sorgerechtsstreit drehen und handeln. Möglicherweise hat man hier eine Klage am Hals oder klagt jemanden auch an. In dem Sinne kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen, wenn es sich um etwas derartiges Spezielles handelt, und definitiv resoniert das nicht für jeden von euch so natürlich, dann sehe ich hier definitiv ein positives Outcome oder einen positiven Verlauf tatsächlich. Aber das ist, wie schon gesagt, speziell für die allermeisten von euch sehe ich, dass dieses Angebot, welches hier euch sozusagen zugutekommen kann, wenn es denn aufrichtig, ehrlich, lukrativ und gewinnbringend ist, und das gilt es zu durchleuchten, auf jeden Fall, kann euch tatsächlich die weitere Zukunft stabilisieren, sichern, beziehungsweise euch an dem ja, oder auf dem Weg zu eurem Ziel einen Schritt voranbringen. Denn hier mit den sechs der Stäben habe ich auch den Erfolg dargestellt. Deswegen sage ich, Gerichtsverfahren, wenn ihr hier mit einer gerichtlichen Angelegenheit zu tun habt, sehe ich das hier sehr positiv verlaufen, das natürlich im Speziellen. Aber bitte nochmals der Appell, schaut euch das Kleingedruckte an. Wenn euch hier jemand einen Vertrag vorlegt,
Schaut euch das lieber zwei- oder dreimal an. Lasst vielleicht auch noch einen Anwalt drüber schauen, denn es kommt mir hier etwas skurril vor. Und es ist hier auch mit diesem Angebot, und das sieht man hier sehr, sehr gut, eine Art Deadline verknüpft. Und das kann hier sehr, sehr gut auf etwas wie Zeitdruck hindeuten. Wenn man hier sagt, ja, Sie können jetzt hier sozusagen an diesem Gewinnspiel teilnehmen, ja, beispielhaft, und man achtet dann vielleicht nicht auf die AGB, auf die Bestimmungen, auf die Teilnahme, Bedingungen oder wie auch immer. Und man hat aber nur bis morgen Zeit, sich zu entscheiden. Es ist hier tatsächlich sozusagen eine Entscheidung von euch in naher Zukunft abverlangt, die einen gewissen Zeitdruck ausüben kann, bei dem ihr oder unter diesem Zeitdruck ihr neigt, etwas zu übersehen, liebe Steinböcke. Das ist natürlich ebenso speziell. Ich schaue mir diese Outcome-Karten jetzt im weiterführenden Reading nochmals ganz genau an, hoffe dann auch noch mehr Details, Einsichten und Klarheiten gewährleisten zu können und Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze potenziell weitergeht. Sollte ich hier eine Situation von euch aufgegriffen haben, liebe Steinböcke, würdet ihr sagen, das Reading resoniert für euch und ihr möchtet gerne weiteres und mehr erfahren? Ihr könnt natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox, wie gesagt, gleich der erste Link führt euch dorthin. Es ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen April. Ich wünsche euch weiterhin Stabilität und Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, liebe Steinböcke. Macht es gut.